next time. Nun ja, ich schaute hauptsächlich, er hat nur das Teleskop für mich getragen. Natürlich. Nun hätte Ma mir allerdings niemals erlaubt, die ganze Nacht wach zu bleiben. Deshalb sagte Opa, jedes Mal, dass wir nur zelten waren und versteckte das Teleskop im Auto. Das war toll. Aber wenn wir am Morgen zurückkamen, musste ich so tun, als hätte ich nachts geschlafen. Und das ist kurz gefasst die Geschichte. Wie ich in die Koffeinsucht abgedriftet bin. Du bist ein Monstrum. Ich weiß. Es ist schon sehr traurig. Tja, und dadurch ist auch sein Wunsch gestanden. All diese schönen Erinnerungen verloren und niemals wieder gefunden. Und wer weiß, wie viel mehr so es noch gibt. Tja, wie du immer sagst, man muss jeden Moment für sich genießen, nicht? Alia, ich habe dir doch gesagt, dass sie Tigerhulen herumstreunern. Nein, das ist sie. Wavel. Hallo. Warte, bleib hier. Ich bin Johnny. Und wie heißt du? Joey. Du bist an meinem Platz. Ach nee, John. John, Johnny. Oh, ich komme durcheinander jetzt mittlerweile. Dein Platz? Oh, entschuldige. Ich wollte mich hier nicht ganz allein ausbreiten. Willst du dich zu mir setzen? Bist du hier, um die Sterne zu beobachten? Und du? Oh, das ist so süß. No. Schau nur. Wusstest du, dass es so viele Lichter am Himmel gibt? Ja. Oh. Ich wusste es auch. Das ist also dein Platz, ja? Nur während des Jahrmarktes. Kein Fan von Menschenmengen? Bin ich auch nicht. Weißt du, du hast mir immer noch nicht deinen Namen gesagt. Ich sage ihn dir auch nicht. In der Schule machen sich alle darüber lustig. Wieso? Sie sagen, dass sie aufs Klo müssen, wenn sie an ihn denken. Okay, dann nicht. Tja, kann auch nicht schlimmer als John sein. Ich meine, überall auf der Welt heißt fast jeder John. Auch in Indien? Würde mich nicht wundern.
Was ist verkehrt daran? Was ist verkehrt daran, einen Namen zu haben, den jeder hat? Es ist langweilig, schätze ich. Ich meine, wenn alle so heißen, wo ist da der Sinn? Ich hätte nichts dagegen. Ausnahmsweise mal den gleichen Namen zu haben, den alle anderen haben. Das ist wie mit diesen Lichtern am Himmel. Von hier unten sehen sie alle gleich aus, aber das macht den einzelnen Sternen kein bisschen weniger schön. Ja, vielleicht. Diese ganzen Sterne da oben, was glaubst du, sind sie? Mein Vater sagt, sie sind riesige, brennende Kugeln aus Gas. Ach, das denkt er sich doch nur aus. Warum sollte er mich anlügen? Weil, naja, das machen Erwachsene nun mal. Sie denken sich Sachen aus. Den Weihnachtsmann, den Osterhasen, Kängurus, sowas halt. Hast du schon mal versucht, den Osterhasen aus Stern zu machen? Wie? Ein Sternbild? Tja. Andere Sachen schon. Aber noch nie ein Hasen. Möchtest du einen machen? Klar. Machen wir das beste Sternbild aller Zeiten. Mal sehen, wer zuerst eins hat. Okay. Von 3. 3, 2, 1 und... Ich sehe es. Wo? Am Himmel. Wo genau am Himmel? Dick in großen Zusammenhängen. Größer als all die anderen es tun. Ich verstehe nicht. Moment mal. Ich sehe es. Sag mir, was du siehst. Da drüben, stimmt's? Da sind 2 Löffel und der Kopf. Und weiter? Und da... Da sind seine blauen Füße. Seine beiden Füße. Blauen Füße, Ja, und was noch? Und der Mond. Der Mond ist sein großer, runder Bauch. Stimmt. Deswegen wollte er zum Mond. Also, was glaubst du, sind sie wirklich? Die Sterne, meine ich. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Milliarden von Leuchttürmen, die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Wow. Muss ganz schön was los sein, da oben. Ist aber nicht so. Sie können all die anderen Leuchttürme dort draußen sehen. Und sie wollen mit ihnen reden. Aber das können sie nicht. Denn sie sind alle viel zu weit voneinander entfernt, um zu hören, was die anderen sagen. Sie können nichts tun, außer aus der Ferne ihr Licht zu senden. Also tun sie das. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Warum zu dir? Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Deine Tasche. Was ist da drin? Oh, der Preis, den ich bei Klopp den Maulwurf gewonnen habe. Hast du das schon mal gespielt?
Ich habe es versucht, aber ich bin zu ungeschickt. Was hast du gekriegt? Es ist ein Ding. Ich kann dir wirklich nicht sagen, was es ist, was das ist. Das ist der Schnabeltier. So eine Art Entenbiber-Tier. Darf ich ihn mal sehen? Sieht so seltsam aus. Ich wünschte, ich könnte auch so eins gewinnen. Johnny! Mist, warum ruft mich? Hier. Weißt du was? Behalte es. Es gehört jetzt dir. Mir? Ja, ich kann jederzeit noch eins gewinnen. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin einfach die Nummer eins bei diesem Spiel. Bist du nächstes Jahr wieder hier? Yep, wow. Ja. Selber Ort, selbe Zeit. Ja. Und wenn du es vergisst, oder wir uns aus den Augen verlieren, dann treffen wir uns eben auf dem Mond wieder, Dummerchen. Genau. Auf dem Bauch des Hasen. Johnny! Komme! Oh Mann, Hacky-Sack ist noch in der Tasche. Du sagtest, du bist ungeschickt, stimmt's? Versuch es mal damit. Falls sie sich jemals aus den Augen verlieren. Moment mal, was heißen? Sag mir nicht, dass du nicht hast kommen sehen. Und ich hatte schon geglaubt, dass sie würde ein inspirierender Kindheitstraumgeschichte werden. Ich hätte wissen sollen, dass irgendein Mädchen auftaucht und einen Schmachtfetzen daraus macht. Ich glaube, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, um ihn zum Mond zu bringen. Moment mal, du willst das doch nicht etwa wirklich tun, oder doch? Es ist unser Job, Niall. So lautet unser Auftrag. Verdammt nochmal, Eva. Eva. Okay. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Das ist deine Schuld. Ich tue das alles für dich. Du Computer, genialste Bastard. Alter. Kannst du dir auch was sagen? Nein. Malst du jetzt etwa wie ein Mod oder was? Umdrehen. Nein. Ich weiß, was du vorhast. Ich weiß, dass du es weißt. Ach ja? Nun, ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß. Hör mal, unser Job ist, ihn zum Mond zu bringen. Und das wird nur dann passieren, wenn Johnny motiviert ist, dieses Ziel zu verfolgen. Aber, wenn wir dafür River entfernen müssen, was soll die Sache dann überhaupt noch?